Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mal wieder Springfield. Und der Akt 2 hat ja bereits gestartet. In Akt 1 habe ich eigentlich wie erwartet alle Preise geschafft. Mir hat jetzt ja nur noch die Diana gefehlt. Die kann hier auch schön mitarbeiten. Da haben wir sie vorhin gesehen, aber ich kann es euch ja nochmal hier zeigen. Also das ist anders als bei den anderen Events. Aber bei den anderen Events war schon ziemlich enttäuschend, wenn der letzte Preis dann nicht mehr da mithelfen kann. Aber das ist diesmal besser. Ziemlich besser. Dann lohnt sich das wenigstens, wenn man dann im nächsten Akt ja dann wiederum auch schneller vorankommt. Im zweiten Akt gibt es hier die Wildwasserbahn-Paket. Eine gratis Landmarke. Kann das ja auch mal weggehen. So, da gibt es ein Kreuz. Das ist ganz so nebenbei. Also die Wildwasserbahn ist jetzt hier wie die Inju 500. Also da gibt es dann auch so eine Animation, die zum Lecken beiträgt. Aber ich unterbreche es wahrscheinlich wieder. Weil wenn ich mal auf dem Handy spiele, ich spiele ja meistens nur noch auf dem PC. Weil da läuft einfach flüssiger als mein uralt Handy. Ja, so alt ist auch nicht, aber da leckt es halt einfach bei so einer großen Stadt. Ich spiele meistens hier auf dem PC. Ist auch recht angenehmer. Hier so flüssig. Dann gibt es auf jeden Fall die Paradenwagen-Paket. Aber da muss man, glaube ich, eine normale Straße ziehen. Da geht einfach die normale Straße weg. Vielleicht ist hier mit dem Weg hier erhofft, aber nö, muss ja nicht sein. Ich kann da nur so rumlaufen. Geht eigentlich. Dann 500 Itches, Scratchy-Geld und ein Board. Und bei. Und hier gibt es dann. Okay, wer ist das? Also den kann ich auch mal wieder nicht. Ganz überraschend. Dann kann man hier natürlich noch zu der Wildwasserbahn. Jetzt wieder solche Teile herstellen. Oder die Krankenstation herstellen. Aber das mache ich mir, das mache ich glaube nicht. Ich wollte nämlich noch ein paar Sachen für die Injury. Vielleicht noch eine, so eine kurze Strecke. Und diesmal braucht man die Prozente. Also da, diesmal gab es dann kein anderes. Das kann ich euch mal zeigen. Kein anderes, genau. So macht man es. Also der Prozentebereich ist gleich geblieben. In den anderen Events ist ja dann immer so ein neues Gebäude hinzugekommen. Ab wo das dann die Prozente zählt. Hier zählen die dann einfach zusammen und man kann halt mehr erreichen. Das finde ich jetzt besser. Sonst könnte man es einfach umstellen. Das wäre schon so leicht. Ja gut. Aber das ist schon eine kurze. Habe ich da wieder was Unnötiges hergestellt? Sieht auch anscheinend so aus. Also so kennt man mich doch. Immer mal wieder etwas Unnötiges herstellen. Aber ganz so unnötig ist es nicht. Dann geht es mal so. Hier können wir dann noch so ein paar Runden bauen. Und dann passt es auch, glaube ich mal. Also dann brauchen wir noch eine Kurve. Wir müssen ja eh was herstellen, dass wir hier noch die 4200 für Stufe 5 freischalten. Das ist ja immer wieder so eine leichte Herausforderung, das hier genauso richtig hinzustellen. Ich glaube, die kurze können wir dann hier hinstellen. Aber ich glaube, das geht gar nicht raus, oder? Wird schwierig. Schauen einfach mal, dann müssen wir ja theoretisch jetzt noch zwei Kurven herstellen. Und ich stelle erstmal eine her. Das sieht dann anscheinend besser aus. Da kann ich immer noch entscheiden, ob das auch geht. Dann passt es. Der ist dann noch hier eine. Ah, das passt sogar. Also das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Aber das hier müssen wir natürlich wieder unterbrechen. Sonst laggt es ein bisschen. Tja, dann hätten wir das eigentlich so fertig gebaut. Ich finde, es geht zwar besser, aber es geht. Es geht einfach mal. Aber ich habe auch keinen Platz mehr. Okay, hier hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Platz. Aber kann man die Injury überhaupt hier so drehen? Geht das? Ja, dann würde ich die nämlich irgendwie an die Seite hinstellen. Dann die Wildwasserbahn. Dann dahin. Dann passt es auch mehr. An der Seite hätten wir mehr Platz. Hier,
hier ist noch ein bisschen mehr Platz. Dann ich sag mal so. Können wir die auch dahinter hinstellen. Aber dann müssen wir noch irgendwas herstellen. Damit wir das hier auch schaffen. Also die nächste Stufe, von der rede ich. Okay, nach rechts brauchen wir dann mehr Platz. Würde ich sagen, stellen wir die erstmal hier hin. Ah, da müssen dann natürlich die anderen Zahlen weg. Hier diese Bomben. Und das waren jetzt nochmal gleich. Das waren irgendwie solche Bomben einfach. Da steht irgendwas drauf. Das sind halt einfach solche Geschäfte. Ah, sagen wir es einfach mal so. Hier können wir ja dann noch das hinstellen. Aber irgendwas passt jetzt nicht. Also irgendwas passt jetzt nicht. Da muss uns eigentlich ein Teil abhanden gekommen sein und da ist es ja auch. Ja, kann schon mal verschwinden. Aber dann habe ich ja eine Kurve zu viel, oder? Kann das sein? Ja, dann stellen wir das hier weg. Dann machen wir und dann stellen wir hier nochmal eine lange hin. Dann müsste das eigentlich wieder passen. Ich glaube, das passt so. Ja, so lasse ich das dann am besten. Dann haben wir zwei Bahnen hier zu viel hergestellt. Weiß nicht, wo die jetzt aufgetaucht sind. Waren die vorher hier auch schon da? Naja, aber jetzt müssen wir dann noch auf jeden Fall was herstellen. Vielleicht doch noch eine Krankenstation. Ja, wir stellen doch noch eine her. Dann haben wir es mal hergestellt. Kostet zwar 4000. 4000. Schon ein bisschen viel, denke ich mal. So, die bauen wir auf jeden Fall mal. Können wir endlich hier diese Wildwasserbahnteile herstellen. Werde ich natürlich wieder imaginär irgendwo hinstellen. Natürlich, so kennt man mich. Einfach Sachen irgendwo hinstellen. Dann später bauen. Genau so macht man das. Einmal eine Müllecke bauen. Kurze Gerade und dann eine Ecke. Also zwei Ecken kaufe ich auf jeden Fall mal. Dann vielleicht noch zwei kurze Geraden. Dann passt es auch. Oder soll ich direkt längere stellen? Längere herstellen? Stellen wir erstmal hier hin. Also im Laufe der Zeit ist dann wahrscheinlich besser aussehen. Aber dann eine lange Gerade. Ja, stellen wir auf jeden Fall mal her. Dann eine Talfahrt auch. Aber eine kurze Gerade bräuchten wir dann noch. Stellen wir einfach mal hier hin. Dann haben wir eigentlich schon die maximale Prozente, oder? Ja, schon 35. Naja, so leicht kann man das machen. Dann kann ich noch mal eine kurze Gerade hinstellen. Weil die Talfahrt kostet ein bisschen mehr. Und dann sind wir auch schon ziemlich weit, oder? Damit lässt sich dann schon mal ein bisschen weiter bauen. Als nächstes gibt es da nur noch Looping. Das war's dann schon. Dann kommt dann der dritte Akt. Da gibt es ja dann diese Zuminator. Die Achterbahn-Nerds. Die Achterbahn-Nerds. Okay. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Von wo denn? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wenn ich hier ein bisschen hinscrollen, so ein bisschen weiter weg. Da sieht man die ja wieder. Die sehen ja alle eigentlich fast gleich aus, finde ich jetzt. Deswegen stelle ich mir da auf jeden Fall ein paar her, um zu sehen, wie die ausschauen. Aber es ist dann im Shop oder im Store, sind dann auch noch ein paar neue Sachen hinzugekommen. Pickliger Teenager Aufzieherpaket. Das sieht jetzt nicht so. Nee, das sieht nicht so ganz so toll aus. OPA Talentagentur. Das sieht, glaube ich, geil aus, oder? Das sieht ja richtig geil aus. Ich wollte mir eigentlich die Krusty Doo Studios kaufen. Aber es ist ja dann die OPA gibt, die Talentagentur. Die können ja dann trotzdem kaufen. Dann kann die auch wieder an Fahrgeschäften arbeiten. Also finde ich immer ganz toll. Stell ich mir einfach mal hier hin. Ja, ich will eigentlich nicht, aber man muss ja. Ja.
Jetzt haben wir es gekauft. Das kann ich nicht mehr rückgängig machen. She's a lady, alright. A beautiful lady. Itchy Stimme. Wieso steht es extra dran? Warum steht es jetzt da extra dran? Johnny Bellamy. Redet die denn echt vielleicht auch so? Also im Film mit der Itchy Scratchy Stimme. Nur Itchy Stimme. Steht ja auch da dran, also ich war gerade ein bisschen verwirrt. Fehlt es ja nur noch diese 300 Donuts. Dann haben wir ja schon ja das ganze Paket abgeschlossen, aber haben wir so, das kaufen wir wahrscheinlich nicht. Sag mal, haben wir auch keine Donuts mehr für die Sommerkonzert-Überraschungsbox. Aber so bin ich halt, einfach mal kaufen. Das werde ich dann wahrscheinlich mal wieder hinten anhängen. Okay, es gibt auf jeden Fall mal wieder Eventwährung. Zwar nicht so viel, wie man es da am Tor hinschicken würde. Also da kommen ja nicht die Prozente hinzu. Deswegen gibt es da weniger. Aber hier fühlt sich das auch schon langsam. Gerade Landmarke könnte ich eigentlich auch mal wieder vertragen. Aber mehr können wir jetzt eigentlich nicht tun. Was euch aufgefallen hat, das ist ein bisschen größer. Ich habe nämlich hier oben, ich habe das auch auf Full HD gestellt, nicht mehr größer. So sieht es auch viel schärfer aus. Aber dafür ist halt das Bild hier kleiner. Kriegt man nicht so viel drauf. An der 35 Zoll Monitor sieht es also wirklich ein bisschen winzig aus. Aber wenn man sich dran gewohnt hat, dann geht es eigentlich schon. Dafür ist es auch schärfer. Dann würde ich einfach mal sagen, kommen wir jetzt zu den Dialogen. Herr Bürgermeister, ich habe die Springfielder von meinem Motel überzeugt. Tja, wenn Sie echte Menschen wie uns Springfielder ansprechen wollen, sollten Sie vielleicht keine Cartoon-Model bauen. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Ich kann Ihnen nicht folgen. Ist doch ganz einfach. Wie soll ein lebender, atmender Mensch wie ich in einem 2D-Cartoon-Bett schlafen oder eine 2D-Eismaschine benutzen? Also gut, ich bin mit einer meiner besten Referentinnen hier. Machen Sie uns ein Zimmer fertig, damit wir eine Inspektion durchführen können. Herr Bürgermeister, ich habe die Business Lunch für Sie vorbereitet. Was? Ach nein, meine Referentin und ich brauchen ein Zimmer mit einem Bett zum Übernachten, so sagt man doch. Warum dauert das so lange, Joe? Ich dachte, wir... Eine Minute, Schätzchen. Kommen Sie, Frau Maus, geben Sie mir das Zimmer. Bin zwar keine Comicfigur, aber wir kriegen das schon hin. Du hast im Himmel einfach krass Grooves gelernt. Der Erfinder des Saxophons persönlich, Adolf Sax, ist da oben. Aber nicht mehr lange, wenn er weiterhin versucht, als Engel Gabriel beizubringen, wie man das Horn richtig bläst. Wie du siehst, Lisa, wurde ich vom Himmel entsandt, um den einsamen und traurigen Seelen auf der Erde zu helfen. Ich habe dem Chef da oben gesagt, dass ich diese Seele retten könnte, wenn ich ihnen ein fantastisches Saxophon-Solo ins Ohr blase. Und der Chef hat dir das geglaubt? Da oben weiß keiner so wirklich über die aktuelle Musikszene Bescheid. Und ich habe sie ihnen auch nicht erklärt. Die Menschen in dieser Stadt wissen nicht, dass sie Zeichentrickfiguren sind. Ich meine, sind sie doch, oder? Homers Augen sind einfach Kreise mit schwarzen Punkten. Wenn man ihn von der Seite betrachtet, verschwindet er. Das ist doch wohl ein Cartoon, oder? Ich glaube, ich verliere den Verstand. Hier muss sich was ändern. Okay, Lisa, lass unsere Waffeln holen. Lass uns Waffeln holen. Viele Waffeln. Das ist die eine Sache, die ich da oben nicht kriege. Dad, guck mal. Zahnfleischbruder Murphy wurde vom Himmel auf die Erde entsandt. Oh, Lisa, du und deine unsichtbaren Freunde. Ich bin nicht unsichtbar. Jeder kann mich sehen. Ich stehe genau vor ihnen. Unsichtbare Freunde. Ich bin nicht nur sichtbar, ich kann sogar Koteletts essen. Und ich rieche da ein paar Prachtexemplare. Ich habe Hunger. Stelle eine Fokusgruppe zusammen, die mir sagt, was ich zum Mittag haben will. Diane, du hast zu lange gebraucht, mich freizuschalten. Du bist gefeuert. Meine offizielle Berufsbezeichnung lautet Senderleitung. Aber eigentlich bin ich ein Familienoberhaupt. Ich umgebe mich mit außergewöhnlichen Denkern und Machern. Menschen, die umsetzen, wovon andere nur träumen. Was auch wichtiger ist, Menschen, denen ich die Schuld zuschieben kann, wenn unsere Quoten im Keller sind. Es gibt niemanden, dem es keinen Spaß macht, Leute zu entlassen. Aber Familienmitglieder feuern, das ist unvergleichlich. Wir haben ein Nagetier aus der Höhle wiederbelebt, das ein Meister im Metzeln ist. Wie kommt das bei der werberelevanten Zielgruppe an? Schlecht. Wir rufen sie eine Bürgerversammlung ein.
Wir müssen proaktiv kommunizieren. Die Menschen sollen wissen, dass wir sie enttäuscht haben. Dann geben wir das Comeback der beliebten 90er Sitcom Mabel Pikant und zack, Krise behoben. Mein Gott, sie sind wirklich eine Wucht. Itchy, danke, dass sie so kurzfristig Zeit hatten. Zunächst einmal, ich bin ein Riesenfan. Stichi, Stichi? Ja, ganz toll. Ich würde Ihnen gerne eine wöchentliche einstündige Show auf meinem Sender geben. Was halten Sie davon? Sie müssen allerdings versprechen, mit dem Mord aufzuhören. Vorläufig. Kann Itchy Chrissy Daughtry als Bandleader haben? Gebongt, ist ein Freund von mir. Du hast die Geschichte von Akt 1 abgeschlossen, also ich springe wieder weiter an den Attraktionen arbeiten und verdiene den Alleinpark besuchen. Also das bedeutet einfach, dass aktuell schon begonnen hat. Ich habe gerade beobachtet, wie Homer 20 Hamburger gefüttert und danach von einem Müllauto überfahren wurde. Und 2 Minuten später geht's in Blenden. Der Typ ist definitiv eine Zeichentrickfigur. Konzentriere dich auf die Arbeit, Miss Maus. Und so bleibst du geistig intakt. Lisa, tu du was. Dein Geist frisst uns die Haare vom Kopf. Lisa, ich habe meinen Auftrag, verlorene Seelen auf der Erde zu helfen, vernachlässigt. Kennst du jemanden, der meine Hilfe benötigt? Naja, Milhouse, tut mir schon leid. Milhouse? Ich bin ein Geist aus dem Himmel und kein Wunderheiler. Wen gibt es noch? Ja, Milhouse ist wirklich nicht zu helfen. Das ist ein Überfall, du sprechende Maus. Mach die Kasse auf und... Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das hier ein Cartoonhaus ist. Tut mir leid. Wollen Sie immer noch das Geld? Cartoongeld? Nee. Als lebender, atmender Mensch brauche ich echte Währung. Pink glasierte Donuts. Diese Stadt hat so viel verlorene Seelen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich spiele toll Blues, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich noch depressiver werden könnte. Wenn diese Leute nicht stolz auf ihre Cartoon-Neskes da sein zeigen können, dann tun sie mir leid. Cartoon-Neskes. Ja, kann sogar stimmen. Ich akzeptiere mein Schicksal und spüre, im Gegensatz zu den Springfieldern, inneren Frieden. Ein tolles Gefühl. Ebenfalls toll fühlt es sich an, dass ich diese Cartoon-Bombe habe, mit der ich morgen die ganze bekloppte Stadt in die Luft jage. Nee, das solltest du eher nicht machen. Nicht so wie Homer. Innere Friede. Und die Arbeitslosenquote der Stadt klettert auf über 30%. Wunderbar. Ah, ich liebe dieses Gefühl einer Kündigungswelle. Die Welt wirkt zu viel bunter, wenn man gerade ein paar Träume hat platzen lassen. Sie werden aber doch die freien Stellen mit anderen Springfiedern besetzen, nicht wahr? Natürlich. Aber zunächst treffe ich mich mit einigen meiner Untergegebenen auf ein paar Drinks. Aber die haben sie gerade gefeuert. Tja, ich liebe Meetings so sehr, dass es mir sogar egal ist, wenn ich die einzige Anwesende bin. Bickliger Teenager-Aufseherpaket. Halt besser die Luft an. Beim Springfieder-Segelflug geht's ab. In versmockten Höhlen. Zumindest wenn der pickliger Teenager-Aufseher das Ding angeworfen kriegt. Ich dachte, ich hätte einen Manhattan bestellt. In Manhattan ist Alkohol eben verdünnt. Ein erfolgreicher Fernsehmacher ist immer auf der Jagd nach originellen Ideen. Sicher, dreimal ist man versucht, die Idee eines anderen Senders zu kopieren und ihm nur einen neuen Dreh zu verleihen. Aber das ist Unsinn. Wenn die Ideen funktionieren, braucht sie keinen neuen Dreh. Einfach den Titel ändern. Matthew Perry für die Hauptrolle Kirsten und es kann losgehen. Wissen Sie, Zahnfleischbrüder? Manchmal bin ich ein wenig einsam und traurig, aber als ich sie spielen hörte, hat sich mein Glaube an das Universum wieder gefestigt. Also bin ich der Meinung, dass sie ihren Auftrag auf Erden schon abgeschlossen haben. Lisa, das ist wundervoll. Außerdem kann ich jetzt meine himmlische Belohnung abkassieren. Engelflügel? Flügel? Was soll ich denn damit? Nee, ich nehme Fabergé-Eier. Oh, wie ich die Dinger liebe. Entschuldigen Sie, Miss Maus, ich soll Ihre Küche auf Lebensmittelsicherheit überprüfen. Oh, ich koche da aber nicht drinnen. Wenn ich was zu essen will, nehme ich einfach meinen Stift und male mir was. Schon klar, weil wir alle bloß Cartoon-Figuren sind. Moment, meine Online-Lehrstunde hat nur einen Klick, aber ich habe meine Siegesbier schon getrunken. War sogar kostenlos. Ich muss anfangen, bessere Entscheidungen zu treffen. Mau, ich habe die paar Stunden aufgegeben. Meine Leidenschaft, anderen etwas beizubringen, kommt nicht gegen meine Leidenschaft fürs Nichtstun an. Naja, du schuldest mir trotzdem noch Geld. Ich sag dir was. Dreh dir auf der Straße auf und du bekommst die Einnahmen. Gib mir einfach ein bisschen Geld, mit dem ich meine Spendendose ein wenig auffüllen kann. Klar, jetzt ein 20er. Ein 20er? Haha, den siehst du nie wieder. Diesen Herbst, Matthew Perry ist Danny Stone, dran Onkel in Spiel der Stühle. Genial! Jetzt, wo ich einen sicheren Hit geschafft habe, muss ich ein paar Leute einstellen, die den Kopf hinhalten,
Wenn du Sendung floppt, denke ich gerade an Homer. Gute Idee. Und Lautbären für 3 neuen Arbeitsplätze kann ich einheimsen. Ich brauche hochqualifizierte Sündenböcke. Also da ist Homer bestimmt der genau Richtige. Gute Frau, etwas anderes hat diese Stadt auch nicht zu bieten. Homer, warum sollte ich sie einstellen? Okay, welcher Homer? Weil das einer von nur 3 Jobs ist, die ich noch nicht gemacht habe. Dann zwei sind Oberbeleuchter und Minister für Bauwesen. Sind sie am Puls der Zeit? Wissen Sie, was gerade in der Popkultur abgeht? Auf jeden Fall. Extrem, würde ich sogar sagen. Also, Mr. Simpsons, ich erkläre Ihnen jetzt mal, was als neuer Vice President der Sendeleitung auf Sie zukommt. Ach, geben Sie sich keine Mühen. Aber wie sollen Sie Ihren Job machen, wenn Sie nicht wissen, worin er besteht? Ich erwarte, dass ich wie immer gar nichts mache. Aber keine Sorge, irgendwie lande ich immer mitten im Geschehen. Oft aus wirklich halbgaren Gründen muss an den Frauen Drehbuchschreiben liegen. Aber mir kommt es ja zugute. Was? Sie kennen die Wahrheit? Na klar, ist doch ziemlich offensichtlich, wenn man 87 Mal angeschossen wurde und immer noch am Leben ist. Ganz recht, eigentlich bin ich der Schlaue in dieser Stadt. War ich schon immer. Aber wenn das keine Enthüllung ist, was Himmelfinger? All diese Jahre und wir können dich immer noch überraschen. Also, Regim hat mich wirklich sehr überrascht. Das muss ich jetzt schon einmal sagen. Ich bin wirklich sehr überrascht. Ich wusste es natürlich nicht, dass sie nur Comicfiguren sind. Natürlich wusste ich das nicht. Deswegen, danke an Wiggum. Jetzt hast du mich aufgeklärt. Wiggum ist der Schlaue. Bäm, einfach überwältigend. Homer, sie sind gefeuert. Wurde auch zeigt, du hohle Frucht. Okay, ich habe ja ein Video von mir gedreht, wie ich den Bass spiele. Aber der schwierigste Teil kommt erst noch. Wie komme ich nur aus dieser Lederhose heraus? Ich stelle meine Bassstunden online. Dann muss ich nur noch zusehen, wie die Werbeeinnahmen auf mein Konto fließen. Das ist großartig. Denn du hast noch eine fette Thekenrechnung zu bezahlen. Freddy Freeman zahlt seine Schulden immer zurück. Leider ist das nur mein Künstlername. Eigentlich heiße ich Irving Plotznockel. Und Irving Plotznockel ist ein geborener Schnorrer. Ich kümmere mich nicht um meine Altersversorge. Ich bin ein Bulle. Ich bin sowieso kurz vor unserem Ruhestand von irgendeinem Verrückten erschossen. Hat Wiggum nicht gerade gesagt, dass es nicht geht? Aber gut. In dem Fall kannst du das Geld an deine Frau auszahlen lassen. Du bist echt hilfreich. Weißt du das? Eure Kinder sind teuer und hören nie mehr auf zu wachsen. Bald gehen sie studieren und die Kosten werden euch nicht erfreuen. Hättet ihr mal lieber an den Plan gedacht mit der Nummer 529. UPR Talentagentur. Kein Feedback bitte. Junge Bellamy bekommt schon genug von ihren Studienbossen zu hören. Wo sieht ihr jetzt? Itchy nicht gern TV-Schar. Ganzen Tag Geldgeber betüdeln. Wir wieder abstellen. Itchy, die Parkentwicklung ist eine kritische Phase. Wir haben ein paar tolle Pläne für neue Fahrgeschäfte. Was für Fahrgeschäfte? Das kann ich sagen, sobald die Fokusgruppe welche ausgecheckt haben. Als nächste spannende Attraktion für unseren Park hat die Fokusgruppe sich für eine Wildwasserbahn entschieden. Was? Das ist doch wohl die langweiligste Option von allen. Zweifle nie an Fokusgruppen. Sie sind der Grund, warum meine Show jeden Abend über 10 Besucher zieht. Boah, 10 Besucher. Das ist schon ziemlich heftig. Und wenn ihr hier am Ende der Bahn steht und jeden zweiten Passagier absticht, wäre doch toll. Interessante Idee. Ich frag mal die Fokusgruppe und gebe dir dann Bescheid. Ich mag Unternehmenskultur von Leuten wie dir nicht. Es ist egal, in welchem Staat du dir eine 529 Konten eröffnest. Du kannst damit überall dein Studium finanzieren. Danke für den Rat, Mr. Alcatraz. Aber ich habe eine andere Finanzstrategie. Erspart dein Mikrofon stehen, wenn wir ihm keine 2 Millionen Dollar geben. Das ist auch gut. Ich gebe der Wildwasserbahn 5 Sterne und 0 Abstechsterne. Und wie gefällt dir Itchy und Scratchyland, meine Kleine? Ziemlich gut, aber was fehlt, ist eine Parade. Dann werden wir direkt eine organisieren. Echt? Bloß weil ein kleines 8-jähriges Mädchen das vorschlägt? Süße, ich bin noch nicht mit eigenen Ideen an die Spitze der Unterhaltungsbranche gekommen. Itchy, die Bewertungen zur neuen Wildwasserbahn sind da. Sie ist ein Hit. Für Itchy nur eine Zahl wichtig. Diane. Ja, ich weiß, leider gab es null Todesfälle. Itchy fragt sich, was wir hier tun. Diane, ist okay genug? Oder wollen wir großartig sein? Ich denke, wir können die Sache ein wenig gefällen. Versuchen wir es nochmal, June. Das Wort heißt übrigens Sabotage, nicht Sabotage. Du sagst, also soll ich vielleicht in der Itchy-Stimme machen? Du sagst Sabotage, Itchy sagt Sabotage. Itchy spricht das also absichtlich falsch aus? Wenn du meine künstlerischen Visionen für diese Cartoon-Maus nicht respektierst, sind wir hier fertig. Tut mir leid, dass ich deine dämliche Ambition sabotiere. So, das war es dann hier von den Dialogen.
Mehr können wir eigentlich auch nicht machen. Ja, eigentlich nicht. Dann würde ich einmal sagen, was ist hier von mir für diese Folge? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert meinen Kanal. Und ja. Ciao. Was blockiert es hier? Aha, der Gehweg blockiert. Na, das ist mal super. Aber eigentlich wollte ich mich schon längst verabschieden. Und deswegen nochmal. Ciao.